Thema Funktionen. Und zwar lineare Funktionen. Lineare Funktionen, da steckt schon ein Wort drin, und zwar Linie. Das geht also um Geraden. Es geht um irgendwelche grafische Darstellung und um irgendwelche Zusammenhänge. Wir gehen nochmal in Gedanken zurück, zurück in die vorherigen Klassen, und zwar gab es da sowas wie Zusammenhänge, da hat man dann gesagt Verhältnisgleichungen oder man hat gesagt Zuordnungen, und damals wurden schon Wertepaare aufgemalt. Nehmen wir mal bloß ein Beispiel, nehmen wir an, das ist ein Preis in Euro. Und hier habe ich eine gewisse Stückzahl, ich will mir also irgendwas kaufen und drei Stück kosten meinetwegen 12 Euro. Wie viel kosten dann 9 Stück? Naja, dann könnte man sagen, warte mal, bevor ich hier anfange mit Pfeilen und sowas, dann kann ich sagen, das ist dreifach, dann müssen das ja 36 sein. Ne? Oder wenn ich sage, ich kaufe mir 10 Stück, naja, jetzt geht das nicht so leicht, also von 3 bis 10, das lässt sich nicht so richtig machen. Dann gab es früher noch den Umweg über den Dreisatz, dass man gesagt hat, wie viel kostet ein Stück, das kostet 4, also müssen das 40 sein. Ich mache es mal einfacher, wir machen das mit Verhältnisgleichungen. Verhältnisse. Da sich ja hier, wenn ich kürze, immer das Gleiche ergibt, also hier gekürzt durch 3 ergibt hier unten eine 1 und hier eine 4. Wenn ich das durch 9 kürze, dann habe ich hier eine 1 und hier eine 4 und so weiter. Es handelt sich also um Quotientengleichheit, könnte ich auch Folgendes sagen, ich schreibe mir mal dieses Pärchen hier ganz anders. Ich sage 36 Euro verhält sich zu 9 Stück, so spricht man es übrigens auch. Ich kann auch sagen, geteilt durch 9 Stück, ist genauso wie, weiß ich noch nicht, dann sage ich gerne ein X dazu zu 10 Stück. Wenn ich das auflöse, nochmal kurz zur Erinnerung, dann sage ich hier mal 10 Stück, denn 10 Stück stört, ich möchte X alleine stehen haben, und zwar durch 10 Stück stört, also mal 10 Stück, 36 Euro mal 10 Stück geteilt durch 9 Stück ist gleich x. Ohne dass ich mich überhaupt mit einer Tabelle beschäftige, die Stück, die kann man kürzen, so wie man Buchstaben auch kürzen kann. Die 9, die kann ich mit der 36 auch noch kürzen, dann bleibt hier 4 übrig und siehe da, das Gleiche kommt raus, also 4, das bleibt übrig hier. Die 4 bleibt übrig, die 1 interessieren mich nicht, durch 1 teilen ist nicht so schlimm. Das Euro bleibt übrig und die 10. Heißt also Ergebnis 4 mal 10 ist 40 und danach kommen Buchstaben oder Zeichen ist gleich x. Das ist das Ergebnis. Das lasse ich jetzt mal auf dieser Sache stehen. Wir hatten auf dieser Seite stehen. Wir hatten dann noch andere Dinge gemacht. Wir haben dann gesagt, wir können das auch grafisch darstellen. Und zwar, wenn ich sage, das ist die Achse, die x-Achse, die Abszisse sagt man auch zu, die teile ich dann in Stück ein und hier schreibe ich den Preis in Euro ran, also dann habe ich die Möglichkeit zu sagen, wenn ich mir hier richtig was einteile, also 10 Stück, nehmen wir an, hier sind 10 Stück, die ja dann 40 Euro kosten, dann kann ich hier einen Punkt machen und wenn ich keins kaufe, dann habe ich den zweiten Punkt, dann habe ich nämlich auch nichts zu bezahlen und dann kann ich die mittels Linie verbinden und kann zwischendurch auch Zwischenpreise ablesen. Blödsinnig wäre abzulesen, wie viel ist dann ein halbes Stück. Halbes Stücke gibt es nicht. Na, also ich kann nicht sagen, ein halbes Stück. Gut, ein halbes Stück Butter, das ginge. Aber wenn es um feste Dinge geht, die nur zusammen funktionieren, ist das Blödsinn. Ich kriege also hier verschiedene Wertepaare, immer mit ganzen Zahlen raus und so weiter. Und wenn ich die verbinde, dann kriege ich eine Linie raus. Nichts anderes ist das, was wir bisher gemacht haben. Wenn wir das mal erweitern und ein bisschen allgemeinern, wenn es nicht immer um Gaspreise, Strompreise, Stückpreise oder sonst was geht, sondern wenn es einfach darum geht, dass wir sagen, komm, das können wir verallgemeinern und wir sagen diesmal nicht mehr x, sondern nicht mehr Stück oder sonst was, sondern x und y dazu. Lineare Funktionen, ich fange ja gleich mit der Linie an, die könnten wie folgt dargestellt werden. Die allereinfachste Funktion, ich sage gleich nochmal, was das bedeutet, ist diese hier. Hier habe ich eine x-Achse, hier habe ich eine y-Achse und der Graph geht einfach durch den Koordinatenursprung und zwar im Winkel von 45 Grad. Das ist der einfachste aller Graphen, der aus folgender Funktion resultiert. Ich habe hier gesagt y, wir werden es mal später angewöhnen,
dass wir sagen f von x. Was bedeutet f von x? F von x heißt, entspricht, schreibe ich jetzt mal, der Wert, der sich ändert nach bestimmter Vorschrift, auch dazu sage ich gleich was dazu, Komma, wenn sich x ändert. So kann man das ungefähr ausdrücken. Das ist der Wert. Und hier sieht es ganz lustig aus, wenn ich jetzt mal Zahlen reinschreibe, hier eine 1 und hier eine 1, und ich gucke mal, oh, nanu, das sieht ja so aus, dann, als wenn f von x genau x ist. Und das ist auch wirklich so. Das ist die einfachste lineare Funktion. Die heißt in diesem Fall, f von x ist x. Setze ich x ein, man macht auch eine sogenannte Wertetabelle manchmal probeweise, die teilt man auf in x und y, beziehungsweise wir haben ja gelernt, das heißt f von x. Wenn ich der Kürze halber y sage, dann nicht wundern. Und ich setze hier eine 0 ein und da f von x genau x ist, muss ich hier auch letztendlich eine 0 einsetzen. Setze ich eine 1 ein, ergibt sich eine 1. Setze ich eine 10 ein, ergibt sich eine 10. Setze ich eine minus 2 ein, was ergibt sich dann? Nee, minus 2. F von x ist genauso wie x, heißt das. Ich muss also gucken, was da steht. Andere Idee, ich mache das mal bunt. Und zwar, ich nehme mal hellgrün. Nehmen wir mal folgenden Fall an. F von x sei 3 mal x. Da muss ich sagen, nach Wertetabelle, hier ist x, hier ist f von x. Ich setze eine 0 ein, 3 mal 0 bleibt 0. Ich setze eine 1 ein, 3 mal 1 ergibt 3. Ist das logisch, was hier passiert? Die Vorschrift heißt, die steht nämlich hier, das ist die Vorschrift, hier. Hier steht eine stille 1, die kann man sich aber schenken. Die Vorschrift sagt, alles was du für x einsetzt, das musst du mit 3 multiplizieren. Setze ich eine minus 2 ein, ergäbe sich minus 6, genau. Und so weiter und so fort. Das heißt, die Funktionsvorschrift, die sagt mir genau, was bei f von x dann zu stehen hat. Jetzt gibt es verschiedene Wege, dass ich sage, entweder ich fange mit der, ich sage mal, Plattformel an. Hier mit dieser Formel, mit der Funktion. Das ist die Funktion. Oder ich fange mit einem Graphen an. Wir fangen mal erstmal mit Funktionen an und ich gebe mal ein paar Beispiele. Nächste Seite. Na, so. Wir nehmen mal folgendes Beispiel an. F von x sei ein Viertel x. Dann kann ich sagen, naja, wenn ich dann so eine Linie mal aufmalen will, dann mache ich mir erstmal eine kleine Wertetabelle. Und zwar x-Werte und f von x-Werte. Als einfachstes setze ich erstmal eine 0 ein. 0 mal 1 Viertel bleibt 0. Ich setze eine minus 1 ein. Minus 1 mal 1 Viertel ist minus 1 Viertel. Ich setze mal eine minus 8 ein. 1 Viertel mal minus 8 sind minus 2. Ich setze mal eine plus 8 ein. Das Plus kann ich mir schenken hier. Aber ich setze es extra mal so ein. Dann sage ich 8 mal 1 ist 8 durch 4 ist plus 2. Ich setze mal 0,2 ein. 0,2, dann ergäbe sich ja hier 0,2 durch 4. Ne? Das kann ich kürzen durch 2, dann heißt das 0,1 und hier steht eine 2. Ach, das kann ich nochmal kürzen durch 2 und hier ist es 0,05. Logisch, was passiert? Also, dann müsste ich hier das nochmal selber nachrechnen, wenn man da nicht klarkommt. Müsste hier 0,05 rauskommen und so weiter und so fort. Ich kann hier die unmöglichsten Werte einsetzen. Ich muss allerdings jedes Mal diese unmöglichsten Werte mal ein Viertel nehmen. Und dann komme ich auch dahin. Gibt es bis dahin Fragen? Momento. Also es gab zwei Fragen. Die erste Frage ist, ist denn das immer so? Was hier steht, was ich mit dem x einsetze hier, dann muss ich das hier, das errechnete, hier hinschreiben. Genau so ist es. Jetzt kam auch die Frage, was nützt mir der Blödsinn? Naja, stellen wir uns mal nochmal diese
die Praxis vor. Es geht um Stück und um Preis oder es geht um Jahresergebnisse in Abhängigkeit von der Zeit und so weiter. Und jetzt stellen wir uns mal ein Beispiel vor, und zwar Ingenieur XY, ich mache das mal in der Farbe, Ingenieur XY wird vom Direktor am Jahresende aufgefordert, das Jahr auszuwerten. Und Ingenieur XY schmeißt eine Zahl nach der anderen hin, irgendwann sieht keiner mehr durch. Dann sagt der Direktor wütend: Mensch, Herr XY, verdammt nochmal, können Sie uns das denn nicht mal grafisch darstellen? Ach so, sagt er, hätte ich vergessen. Also, das ist Januar, das ist Februar, das ist März und so weiter und so fort. Das ist unser Umsatz in 1000 Euro oder in Kilo Euro, könnte man auch sagen. Und wir haben meinetwegen 100.000, 200.000. Der Januar lief schlecht, wir hatten nur knapp 80.000 Euro. Umsatz, der Februar lief sehr gut, 150.000 Euro. Der März lief noch besser, wir lagen bei 230.000 Euro und so weiter. Und wenn das so weitergeht, dann könnte man denken, sagt XY, dass wir immer so weitermachen und so. Jetzt ist der Zusammenhang zwischen den vielen Zahlen sichtbar. Das ist der Nutzen. Also der Nutzen, ich kann Voraussagen treffen, beziehungsweise es ist übersichtlich. Einen Haufen Zahlen zu präsentieren, bringt keinem etwas. Typisch grafische Darstellungen sind immer nutzvoll, um die Übersichtlichkeit, beziehungsweise, ich sag's mal anders, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, das ist eine alte Weisheit und die nimmt man da zu Hilfe. Na klar, die Zwischenfrage kam, wenn diese Werte nicht richtig proportional sind, dann ist ja diese, ich mache die Linie mal ein bisschen anders, dann ist ja die Linie so eventuell und geht zickzack, das ist keine Proportionalität, da kann man auch nicht lineare Funktionen dazu sagen, das ist richtig. Mir geht es darum, oder ging es jetzt eben darum, die Frage nach dem Nutzen so zu beantworten, es geht um die grafische Darstellung. Und da das zu schwer ist zu Anfang, fangen wir erstmal mit linearen, mit einfachen Geschichten an. Es geht weiter, es gab noch mal Zwischenfragen, heißt das, dass hier so und so viel verdient und dann noch zusätzlich verdient oder lief das ganz anders, wie auch immer. Darauf kam es nicht an. Ich wiederhole nochmal, wir fangen an jetzt erstmal mit einfachen Zusammenhängen, mit proportionalen Zusammenhängen und müssen dann, erinnern wir uns mal, es gab doch auch solche Geschichten, da konnte man sagen, verdammt nochmal, ich habe zwar einen Stromzähler und ich habe nichts verbraucht, ich war den ganzen Sommer im Urlaub nicht da, kein bisschen Strom ist geflossen, die Heizung ging nicht, war ja nicht nötig und ich muss eine Grundgebühr zahlen. Das hier wäre diese Grundgebühr. Wenn ich solche Zusammenhänge habe, das sind auch Linien, allerdings versetzt und auf dieses Versetzen, darauf kommt es an, wir werden also über diesen Versatz und Grundgebühren und, werden wir noch einiges lernen. So, weiter im Text. Das heißt also jetzt hier, wenn ich mir Wertepaare gebildet habe, kann ich Folgendes machen. Ich kann sagen, naja, ich bin sogar in den negativen Bereich sehr weit gegangen. Oh nein, das ist nicht schön. Ich versuche das mal schöner zu machen. Diese Y-Achse oder F von X-Achse, man sagt auch Ordinate, jetzt kommt die Abszisse, die muss ich mal ein bisschen in den negativen Bereich weitersetzen. Und die Striche, die ich mache, die mache ich jetzt praktischerweise so, dass ich hier schon minus 2 ranschreibe. Das heißt, hier wäre die Hälfte erst die 1. Ich kann auch hier die Achsen, man macht es aber immer gleichartig. Ich könnte auch hier einen anderen Maßstab wählen. Ich sage mal, hier ist 2 und hier ist demzufolge auch 2 und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt Wertepaare einzeichne und ich weiß, dass die alle von dieser Funktionsvorschrift her eine Linie bilden müssen, dann kann ich Folgendes machen. Ich schnapp mir nur 2 Punkte und mache dann kontrollhafterweise noch einen weiteren Punkt dazu. Nehmen wir mal folgendes Wertepaar. Minus 2 auf der X-Achse, minus 8 auf der X-Achse, das wäre hier, ergäbe minus 2. Das heißt also, Punkt, 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 Punkt. Und hier, ne, die minus 2, habe ich hier meinen ersten Punkt. Und ich habe gesagt, 8 positive, 2, 4, 6, 8 hier, ergeben nur 2 positive auf der Y-Achse. Wenn ich das jetzt, oh, hoffentlich gelingt mir das, wenn ich das jetzt hier einigermaßen gut verbinden kann, es soll eine Linie sein, okay? Wenn ich das hier einigermaßen gut verbinden kann, dann muss hier Folgendes passieren. Dann muss die
auch durch den Punkt 00 gehen. Hier ist der Punkt 00, hier. Oder ich müsste auch, allerdings ist es schwer abzulesen und schon gar nicht bei meiner hässlichen Geraden, wenn ich minus 1 einsetze, müsste dann minus 1 Viertel rauskommen und so weiter und so fort. Oder 0,2 und so weiter. Also die krummen Werte, die kann ich jetzt bei solcher Skizze schwer ablesen. Kleinen Moment, gibt es eine Frage? Klar, die Frage ist natürlich wichtig und normal. Woher weiß ich, dass das eine auf die eine und das andere auf die andere Achse kommt? Grundsätzlich fangen wir wie im Alphabet, so kann man sich das merken, an mit dem x-Wert an und nehmen dann den errechneten y-Wert. Also x kommt vor y und demzufolge zuerst x, dann y. Wenn ich mir diesen Punkt hier nämlich anschaue, dann kann ich diesen Punkt in Koordinatensystemen wie folgt bezeichnen. Nehmen wir den Punkt mal s oder wir könnten ihn auch p oder a oder b, nennen wir ihn p. Und zwar ein Punkt, erster Punkt. Dann hat der, und jetzt den muss man so angeben, dass ich sage, zuerst gucke ich, wie weit ist der auf der x-Achse gegangen, das sind 8. Dann macht man Semikolon, damit man auch Komma-Werte davon trennen kann. Und dann kommt der y-Wert und das ist 2. Machen wir das mal hier für diesen Punkt, P2, der hieße demzufolge, ich gucke, tak, 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 minus 8 und schaue, aha, auf der Ordinate sind es dann minus 2. Dieser Punkt hieße P3, nennen wir ihn. Wie muss der heißen? 0. Ne, nicht nur 0. Wie? Minus 0. Nicht minus 0. 0, 0. Moment. Ein anderer Aspekt an der ganzen Geschichte ist, also nochmal, die Punkte werden entsprechend erst x-Wert und dann y-Wert gezeichnet. Und da ich die meiner Wertetabelle entnommen habe, kann ich sie nicht anders einmalen. Wenn ich jetzt sage, eigentlich reichen mir 2 Punkte, wenn die exakt sind, stimmt das. Ich könnte auch anfangen und sagen, Punkt 3, 0, 0, das ist der einfachste. Wenn ich hier 0 einsetze, 0 mal ein Viertel, ergibt sich hier 0. Dann kann ich mit dem Punkt anfangen und verbinde den und kann eine Linie durch die Punkte durchziehen, also noch länger in beide Richtungen durchziehen. Das geht, das kann man machen. Jetzt sieht das natürlich verwirrend aus und bevor die Verwirrung ganz komplett ist, machen wir noch ein zweites Beispiel. Wir nehmen mal ein einfaches Beispiel und zwar, wir nennen die Funktion jetzt mal f von x soll sein, egal was ich für x einsetze, ich muss es mal 2 nehmen. Jetzt nehme ich mal nur 2 Punkte und dann können wir den Rest überprüfen. Ich nehme mal nur 2 Punkte und zwar Mini-Wertetabelle demzufolge. Hier ist x, hier ist f von x. Ich setze mal den einfachsten Punkt ein, 0. 0 mal 2 ist 0. Ich setze einen anderen Punkt ein, der ein bisschen weiter weg ist, damit ich den Graphen besser zeichnen kann. Ich nehme den Punkt 3 und 3 mal 2 ist 6. Jetzt zur Skizze. Jetzt versuche ich mal im Kästchen zu bleiben, damit wir das einigermaßen hinbekommen. Ja, ein bisschen zittrig. X und f von x immer bezeichnen, damit jeder weiß, worum es geht. Man kann die auch anders bezeichnen, aber da käme was anderes raus. Wenn ich sage, hier ist 1 und hier ist auch 1, dann kann ich mit meinem ersten Punkt anfangen. Also hier, P1, ergibt sich aus 0, 0. Ne? P1. Den habe ich. Und jetzt nehme ich gleich den zweiten. Ich gehe also x-mäßig 3 nach rechts, 2, 3 und gehe 6 nach oben. 1, 2, 3, 4, 5. Eieiei. Geht nicht. Und hier oben halt dann nicht. Na, mal sehen. So, das heißt also, das gefällt mir nicht. Wenn ich hier nicht weiterkomme, nehme ich einen Punkt, der weiter dran ist. Nehme ich 2 und 2 mal 2 ist 4. Probieren wir das hier aus. 2. 1, 2, 3, 4 nach oben. Und jetzt verbinde ich diese beiden Punkte. Und wenn ich das richtig weitermache, ich kann hier bloß blöderweise nicht weiter zeichnen und ein Lineal anlege, dann ist das wirklich der Graph der Funktion, und das schreibt man an, f von x ist 2x. Ist das bis dahin klar geworden? Ich brauche nur 2 Punkte, und zwar, der eine hat mir nicht gefallen hier, ich nehme gleich den hier, ich sage, das sei mein P2 und habe hier einen Punkt und den ersten 0, 0 und kann eine Linie anlegen und bin fertig. Bis dann, klar soweit? Irgendwelche Fragen?
Ich kann mir also einen Haufen Rechnerei, so wie ich es hier oben gemacht habe, das war aber nur beispielhaft, kann ich mir ersparen. Aber ich kann was anderes machen. Ich kann mal ablesen. Mal sehen, ob das klappt. Was ist denn, wenn ich den Punkt suche, der mit x gleich 1 zusammenhängt? Dann gucke ich 1, also dann, jawohl, passt. Ne? 1 ergibt 2. Denn hier eine 1 eingesetzt, hier muss ich das mal 2 nehmen, das passt. Ich kann auch mal versuchen, den Punkt minus 1 zu nehmen. Minus 1 mal 2 ist minus 2. Mal sehen, ob das stimmt. Hier ist minus 1, minus 2, jawohl. Und so weiter. Ich kann also verschiedene Punkte direkt dann ablesen. Das genügt bis dahin. Kommen wir zur Frage. Kleinen Moment. Machen wir gleich den nächsten Fall. Den mache ich mal. Also dieser war jetzt hier in Orange. Ich mache mal einen dunkelgrünen Fall. Nehmen wir folgendes Beispiel an. F von x soll sein minus 2 mal x. Dann ist die Wertetabelle wie folgt zu malen. Wir brauchen ja bloß zwei Werte. Und hier ist dann f von x. Bitte nie fx sagen, das ist falsch. F von x. Wir setzen unseren einfachsten Punkt ein. 0. Minus 2 mal 0 bleibt 0. Fragen? Dann. Und ich setze einen Wert ein, minus 2. Minus 2 mal minus 2 ist aber plus 4. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Erster Punkt, klar. So wie der andere auch. Und jetzt, minus 2, dann gehe ich also minus 2 mal in Richtung x-Achse. Hier ist minus 2. Und jetzt muss ich auf plus 4 gehen. 1, 2, 3, 4. Also ist der Punkt hier. Ich verbinde. Und dieser Graph läuft demzufolge andersrum. Ich schreibe es mal ran. F von x ist gleich minus 2x. Und so kann ich das mit jedem machen. Bevor wir zu schwierigeren Graphen kommen, lasst uns bis dahin erstmal sagen, okay, das mag jetzt genügen. Übt das Aufstellen der Wertetabelle, beziehungsweise... jetzt kommt die Übung für zu Hause. Übt das Aufstellen der Wertetabelle, also Mini-Wertetabelle. Das sagt man nicht, deswegen setze ich das mal in Anführungsstrichen. Wertetabelle. Aufstellen. Und Graph zeichnen. Graph von Grafik, von bildnerischer Darstellung. Graph skizzieren, das genügt. Achtung, macht euch nicht zu viel Arbeit, arbeitet mit bunten Stiften, sodass ihr verschiedene Graphen in ein Koordinatensystem tun könnt. Es ist nötig, x ranzuschreiben, entweder y oder f von x, schreibt f von x, ist besser. Und es ist nötig, unbedingt mindestens auf jeden der beiden Achsen, das ist die Ordinate, das hier ist die Abszisse, Mensch, ich bin auch verrückt. Abszisse, okay, das ist die Abszisse, macht wenigstens zwei kleine Punkte drauf und macht nicht alles voll, das kostet zu viel Zeit. Also jetzt hier alle Punkte noch mit irgendwelchen Ziffern zu bezeichnen, auch im negativen Bereich, das ist, wie sage ich gerne, Schmuck am Nachthemd. Nicht nötig. Es genügt, wenn ich weiß, aha, hier ist die 1, hier ist die 1. Haltet euch, wenn es geht, an die Kästchen. Vorteilhaft hat sich erwiesen, hier zwei, also praktisch vier Kästchen zu wählen. Das ist nämlich 1 Zentimeter, das ist auch 1 Zentimeter und macht es nicht zu groß. Also Maßstab hier 1 Zentimeter und hier am besten auch. Eine kurze Skizze, übt euch im Freihandmalen und dann skizziert den Graphen. Beispiel, der eine, der geht dann so, der nächste, der geht dann in einer anderen Farbe, der geht dann vielleicht ein bisschen steiler, noch einer, der geht vielleicht verkehrt rum. Übt es anhand dieser Beispiele. Einfach erst die Funktion aufstellen, und zwar die Funktionen lauten f von x ist 3x, f von x ist 1 Fünftel x, f von x ist minus
4x und f von x ist 1/2x. Ne, minus 1/2x. So, lasst sich leicht im Internet nachgucken, guckt es euch nochmal an, denkt an die Pausen und dann ist gut. Moment, Moment, Moment.